Herzlich willkommen bei Mrs. Greenery. Herzlich willkommen in meinem Kreativatelier. Es freut mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es freut mich sehr, dass ich euch heute wieder inspirieren darf. Wir hatten letzte Woche ja die Grenzwochen. Ich habe euch tolle Ideen mit Grenzen gezeigt, mit großen Grenzen, mit kleinen Grenzen. Da fällt mir eigentlich gerade auf, eigentlich nur mit Moosgrenzen. Das wollen wir auf jeden Fall dann noch ändern. Ich möchte nämlich unbedingt in den nächsten Wochen auch mal noch mit euch einen richtigen Kranz binden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber diese Woche habe ich mir das Thema Eier ausgewählt. Denn ihr wisst, Ostern steht vor der Türe. Ein paar Wochen sind es zwar noch, aber es ist ja wichtig, dass ihr schon mal vorab Inspirationen habt und euch dann ganz gechillt, ganz geruht, auf jeden Fall ganz unstressig auf Ostern vorbereiten könnt. Und die heutige Idee, das ist wirklich eine Rucki-Zucki-Idee. Das kann man jetzt auch nicht als Do-it-yourself betiteln, sondern es ist einfach eine schnelle Deko-Idee, die ich euch heute aber trotzdem ein bisschen ausführlicher zeigen möchte. Einfach, wenn ihr vielleicht dann nicht so geübt seid oder vielleicht ein bisschen unsicher seid, wie man verschiedene Ostereier arrangiert, dekoriert, dann seid ihr heute genau richtig. Wenn ihr Ahnung habt, dann schaut trotzdem zu, denn es macht total Spaß. Und zwar habe ich mich heute für diese Etagere als Deko-Objekt entschieden. Ich gehe davon aus, viele von euch haben Etageren zu Hause. Und wenn man sie jetzt nicht praktisch benutzt, sprich vielleicht zum Kaffee trinken als Kaffeetassenhalter, oben Milch und Zucker rein, dann wird es, finde ich, schon ein bisschen schwierig. Denn Etageren lassen sich, ich finde, gar nicht so einfach dekorieren. Und deshalb möchte ich euch auch hier auf meinem Kanal immer wieder mal Deko-Ideen mit Etageren vorstellen. Einfach, weil ich weiß, viele von euch tun sich da ein bisschen schwer. Und jetzt zu Ostern habe ich mir was ganz Tolles, Einfaches überlegt, das aber definitiv Eindruck macht. Das kann ich euch versprechen. Und jetzt sage ich euch als Erstes, was ihr an Kreativmaterial braucht für das heutige Do-it-yourself. Und zwar benötigt ihr heute. Ich sage schon mal, was ihr auf jeden Fall benötigt und der Rest ist eigentlich optional. Es sieht auch ohne das gut aus, aber was ihr braucht, eine Etagere, zweistufig oder dreistufig. Habe ich übrigens auch im Mrs. Greenery Shop Sortiment verschiedene Ausführungen, verschiedene Größen und verschiedene Lagen. Also schaut einfach mal vorbei. Ich verlinke euch auch unten alles. Ihr braucht Eier. Ganz, ganz wichtig, die Eier sollten verschiedene Größen, Farben, Formen haben. Ihr findet auch bei mir im Shop eine ganz, ganz große Auswahl an unterschiedlichen Eiern und ich stelle die euch jetzt gleich dann mal noch im Detail vor, für was ich mich heute entschieden habe und warum ich mich dafür entschieden habe und warum diese Kombi eben auch richtig, richtig gut aussieht. Und wenn ihr mal hier nach rechts blickt, dann seht ihr schon, da steht auch eine ganz, ganz große Eierarmada. Das kennt ihr ja vom letzten Sonntag. Och, ich liebe das so. Das ist so ein tolles Do-it-yourself mit dem Straußenei. Dann habe ich natürlich auch Holzeier im Sortiment. Die habe ich unter anderem auch hier in die große Holzschale dekoriert. Die sind ja, holzpur. Ich habe auch noch welche, die sind unten etwas vergoldet. Aber das gefällt mir auch einfach richtig, richtig gut. Und was ich euch jetzt aber zeige, das hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Pep. Ist nicht Natur pur wie hier, sondern mal ein bisschen was anderes. Wir gehen hier so etwas in die Grauschattierungen und bringen auch ein bisschen Farbe ins Spiel. Also, mit den Eiern arbeiten wir heute. Die müssen sein und alles Weitere, was noch kommt, das ist einmal Tillandsien. Die könnt ihr euch sowieso mal immer zu Hause zurechtlegen. Ich setze die bei meinen Projekten total oft ein. Und dann haben wir noch Entenfedern. Habe ich jetzt auch ganz neu im Sortiment. Aber die zwei Dinge sind, wie gesagt, optional. Was ihr braucht, Etagere und die Eier, wie schon gesagt. Also, wichtig ist bei unserer heutigen Deko, dass ihr die unterschiedlichen Eier habt, unterschiedliche Größen und Formen. Und was ich mir jetzt eben überlegt habe, ich wollte heute mal noch die Tillandsien einsetzen, aber wie gesagt, wenn ihr die jetzt nicht unbedingt zu Hause habt, dann könnt ihr das auch ohne Tillandsien machen.
Aber ich finde so als Unterlage für unsere Eier eigentlich ganz nett. Denn zu Ostern, also ich zumindest dekoriere an Ostern immer gerne in Nestformen. Ihr seht es hier, ihr seht es beim Do-It-Yourself vom letzten Sonntag. Ich finde es einfach schön, wenn Eier im Nest liegen. Und ich finde die Tillandsien, schaut mal, die geben einfach auch schon so einen kleinen Nestcharakter. Ich gucke jetzt, dass die relativ unwuschelig drin liegen und nicht überall rausgucken. Denn die Etagere hat schon so viele Highlights. Ich finde, da müssen die Tillandsien nicht auch noch hervorstechen. Und wie gesagt, die heutige Idee, das bekommt ihr im Handumdrehen hin. Guckt vielleicht auch einfach mal, was ihr zu Hause noch für Material habt. Also da braucht ihr wirklich kein großartiges Wissen. Lasst euch hier jetzt einfach mal inspirieren von meiner Idee. Also die Tillandsien sind drin. Wie gesagt, könnt sie auch weglassen. Aber ich mache sie heute rein, weil der Nestcharakter darf heute sein. Also dann haben wir die Eier. Gänse-Eier, die finde ich einmal von der Form her richtig, richtig schön. Und das sind einfach neben den Hühnereiern für mich schon auch so ein bisschen und Wachteleier einfach klassische Eier, die an Ostern nicht fehlen dürfen. Ich verteile die jetzt mal hier so im unteren Bereich und dann habe ich als nächstes noch geformte Hühnereier. Die gibt es auch bei mir im Shop als Deko-Set. Und da bekommt ihr gerade so diese Auswahl zusammen in einem Karton. Und ich muss euch sagen, ich liebe diese Farbe unglaublich. Die schaffen dann so eine tolle Stimmung. Ich lege die jetzt hier zu den weißen Eiern dazu. Und ihr seht schon, was passiert. Die Optik verändert sich sofort. Und darum habe ich mich auch heute noch für die Tillandsien entschieden. Ich finde, die sind richtig schön stimmig. Die sind richtig schön stimmig mit den geformten Eiern. Achtet vielleicht darauf, dass ihr die Eier auch ein bisschen unterschiedlich zusammenlegt, dass nicht die gleichen Farben an der gleichen Stelle sind. Und zum Schluss kommen dann noch die passend geformten Wachteleier. Da habe ich auch so ein Set im Shop mit verschiedenen Grüntönen. Also da habt ihr einmal die Naturfarben dabei und zwei verschiedene Grüntöne. Und die harmonieren einfach perfekt mit den restlichen Farben. Dann sind wir eigentlich im unteren Bereich schon fertig und dann kommt der obere Bereich. Also, den Tipp, den ich euch heute mitgeben möchte, ich wiederhole mich gerne, ist folgender. Verschiedene Größen, verschiedene Texturen, in dem Fall verschiedene Farben. Das macht unser Arrangement zu einem Blickfleck. Zum Blickfang, auf den man immer wieder gerne guckt, einfach weil es schön aussieht. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel von unseren Dekos. Sie sollen unserem Auge was bieten und sie sollen einfach auch ein bisschen besonders sein. Ja, und man möchte hinschauen. So ist auf jeden Fall bei mir gedacht. Schaut mal, so sieht die Etagere jetzt aus. Und ihr seht, die Tillandsien, die gehen eigentlich fast unter. Das ist aber okay, so man sieht sie wirklich nur auf dem zweiten Blick. Ich habe die Etagere momentan bei mir in der Küche dekoriert. Das zeige ich euch auf jeden Fall. Soll ich es euch jetzt sofort zeigen? Ja, jetzt sofort. Also kommt mal kurz mit in die Küche. Sagt er. Sieht doch richtig, richtig toll aus. Also ich finde es super einladend und bin schon gespannt, wo ihr ein schönes Plätzchen findet, wo ich es mir auch ganz gut vorstellen kann. Das ist einfach auf dem Esszimmertisch, wenn ihr Platz habt. Einfach auf den Esszimmertisch stellen, vielleicht unten noch ein bisschen was. Na, was Grünes gar nicht mehr unbedingt. Also ich würde es fast so solitär draufstellen oder im Eingangsbereich in eure Diele. Das ist bestimmt in eure Diele, ja, in euren Eingangsbereich. Das ist ja die Diele, sorry.
da kann ich es mir auch richtig, richtig gut vorstellen. Wenn ihr eine überdachte Terrasse, überdachten Balkon habt, der wettergeschützt ist, auch eine super tolle Deko. Und was ihr jetzt noch als Option dekorieren könnt, das sind die Entenfedern. Ich werde die aber weglassen, denn ich finde es passt bei mir besser in die Küche ohne Entenfedern. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Guckt da von der Farbe her ein bisschen, dass es passt. Die wäre mir jetzt fast zu dunkel. Also ich gucke jetzt wirklich ganz gezielt nach etwas helleren Federn und stecke die dann so ganz natürlich rein. Ganz so, als wären sie in unser Arrangement geflogen. Auf was ich achte, dass man den Kiel der Feder nicht mehr sieht. Denn den finde ich immer nicht so schön zum Dekorieren. Oder besser gesagt, wenn man den in der Deko sieht. Drum gucke ich, dass ich die Federn so reinstecke, dass der Kiel verschwindet. Aber dass die Feder dann auch nicht unbedingt so nach oben steht. So, das wollen wir auch nicht, denn sieht künstlich aus. Und ich gucke jetzt gerade mal. Schaut mal, hier so im oberen Bereich habe ich jetzt mal 3 Federn reingesteckt. Und jetzt schaue ich mal noch, was ich für den unteren Bereich finde. Also wie gesagt, das ist eine Option. Ich finde, das muss nicht sein. Ihr könntet auch ein bisschen mit Wachtelfedern arbeiten. Die passen von der Farbgebung auch ganz gut dazu. Aber wie gesagt, ich finde, man kann die auch weglassen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Schaut mal, so sieht das Ganze jetzt mit Federn aus. Aber mir gefällt es ohne besser. Von dem her, ich mache sie wieder weg. Denn ich möchte sie jetzt ja auch wieder nachher mit in die Küche nehmen. Und dementsprechend brauchen die nicht mit dabei sein. Also, das war heute eine easy peasy Deko-Idee für euch. Und ich finde, es muss nicht immer groß, pompös, do it yourself sein. Es kann manchmal auch ganz einfach sein. Aber man braucht dazu eben die Idee, die Inspiration, und vielleicht habe ich die euch heute geliefert. Wenn ja, dann freut es mich natürlich riesig. Dann freue ich mich auch über einen Kommentar. Und wie immer, ihr wisst, Daumen hoch und ein Herzchen. Nehmen. Daumen hoch, Herzchen gibt es bei YouTube gar nicht. Ein Daumen hoch und vielleicht ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt sage ich wie immer, bleibt kreativ und seid kreativ, eure Mrs. Greenery. Bis zum nächsten Do-It-Yourself-Video. Ich freue mich jetzt schon riesig auf euch. Tschüssi!